Gute Frage. Gute Frage, Explo nächste Achso. Frage. Der wird hier dabei sitzlos. Mein Handy hat im Moment einen Hänger. Das ist richtig scheiße. Der lädt nicht mehr. Das kotzt mich voll an. Krieg mal eine Kupplung fürs Handy. Musst du ein neues Handy kaufen. Dein Handy ist bestimmt schon über 2 Jahre alt, ne? Nee. Ne? Und zwar hatte ich mal ein Samsung Galaxy S3. Ja. Ja. Das hatte aber so einen Fehler. Immer wenn ich den Standby-Knopf gedrückt hatte, hat er sich entweder ausgeschaltet oder neu gestartet. Ne? Ja. Einfach so random. Oder ist auch einfach mal so ausgegangen oder so, je nachdem wie das Handy Lust hatte. Ja. So, und dann bin ich halt zu Expert gefahren und dann habe ich gesagt, ja Leute, wie sieht das aus? So, und dann war zu der Zeit, wo ich Bescheid kriegen sollte, wie das aussieht mit meinem Ausbildungsvertrag, ne? Mhm. Und ja, ich brauche ein Ersatzhandy oder so. Die so, nee, bekommst du nicht. Ist ja super. Bekommst du nicht, weil gibt's nicht. So, und dann kam mein Handy nach 3 Wochen zurück. Ich so, ja geil, Handy alles top. Fahren heim. Und so auf dem Heimweg dann so. Also wir fahren gerade so zur Ampel. Scheiße, mein Handy funktioniert nicht. Also das war immer noch der gleiche Fehler. So, also haben dann gedreht und bin dann bei denen da in diesen Kundenservice rein und hab gesagt, was wurde da dran eigentlich gemacht? Da funktioniert immer noch nichts, null, gar nichts. Wie so, ja, also hier in den Berichten können wir sehen, dass da nichts dran gemacht wurde. So, toll. Warum hab ich das dann in die Reparatur geschickt? Ja, wir können das gerne wieder zurückschicken. Ja, das möchte ich dann auch bitte. Ja, okay. Ja, wie lange dauert das denn jetzt? Ja, das kann wieder so 3 bis 4 Wochen dauern. Ja. Nach 3 Wochen kam das dann wieder. Ja, wir haben einen neuen Akku reingetan. Ich so, ja, okay. Nicht schlecht, ne? So. Respekt. Ja, und dann... Warte, erstmal schauen. Okay, das ist ungefähr die Linie. So, ich wieder angemacht, hab's im Laden getestet. Und dann so, ja Leute, ist doch schon gut, dass ihr das wieder repariert habt, zumindest versucht, aber das funktioniert immer noch nicht. Ich so, ja, okay, dann schicken wir das wieder weg. So, wieder 3 Wochen gewartet, ne, dann kam es wieder. Ja, jetzt haben die eine neue Platine eingebaut und so weiter. Ich so, ja, so wahrscheinlich, ne. Macht das Handy an, der gleiche Fehler, ne. Ich so, ja, nach 3 Mal gibt's ja eigentlich ein neues Handy, aber das haben wir ja nicht zu entscheiden. Ich so, ja, schickt's weg, ich will ein neues Handy, ne. Mhm. Neues S3. Ich so, ja, das müssen wir jetzt mit Telekom abklären. So, ich 6 Wochen gewartet. Kommt auf einmal ein Anruf von Expert. Ja, also wir können ihnen kein neues Handy geben und so weiter, ne? Ich so, ja, dann repariert's. So, nochmal 2 Wochen gewartet. Ja, also, wir haben hier gerade eine Lieferung von 4 neuen S4 bekommen, LTE. Wenn sie wollen, können sie sich davon eins aussuchen, ne? Ich so, ah, ja, gut, wie kommen wir denn da drauf? Ja, vor allen Dingen, eigentlich hätten sie mir irgendwie 150 Euro geben müssen oder ein neues S3, ne? Mhm. Aber habe ich einfach ein S4 LTE bekommen, da war ich auch mit zufrieden. Ja. Ja, also kann Expert doch kundenfreundlich sein. Ich bin danach nie wieder zur Expert gegangen. Dann habe ich den Vertrag gekündigt und habe mir hier so ein Aldi-Talk-Dings geholt. Ja. Aber ich überlege mir, wieder einen Vertrag zu machen wegen der wegen dem Service. Ja. Also ich will mir das Samsung Galaxy Edge holen. Oder Edge, keine Ahnung, Edge. Wie ich es gesprochen habe. Ja, genau. Wollte ich mir holen. I'm on the edge of glory. Ja, Mann. Ja, ich habe mir heute Nachmittag habe ich mir mal so ein bisschen Live-Mitschnitte von Bands angeguckt. Kennt ihr Santiano? Ja. Ja, da habe ich mir einen Live-Mitschnitt angeguckt. Und danach warst du fasziniert, oder? Danach warst du fasziniert, oder? Nee, ja, ich glaube nämlich, dass die Typen halt eben schon seit Ewigkeiten Musik machen, als jetzt quasi berühmt geworden sind oder bekannt geworden sind. Oder einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Weil guck mal, die sind ja schon ziemlich alt. Oder verhältnismäßig alt, also nicht alt. Aber die sind schon über 50, würde ich sagen. Zumindest sehen sie so aus nach so einem Rock'n'Roll-Leben. Das machen die Bärte, Alter. Ja. Ich trage ja auch einen Bart.
Ja, ich weiß, wo ich das erste Mal in der Facecam gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, Mann, was ist das für ein Rentner? Danke. Das habe ich mir auch jedes Mal gedacht. Bei dem Erdbeervideo kommen die grauen Haare zum Vorschein. Ja, ich habe auch ein paar graue Haare. Ja, das ist graue Haare zeugen von Reife. Also ja, geistige Reife. Von. Wie was? Nee, ich nix von. Du bist ja noch ein Jungspund, du kannst es auch gar nicht beurteilen. Touché! Ja. Hätte Kater jetzt gesagt, so davon merkt man nichts. Hätte ich gesagt, ja, okay. Aber dadurch, dass Kater nichts gesagt hat, hat er mir eigentlich zugestimmt, indirekt. Kater hält's mal. Kater ist halt schlecht gelaunt. Nee, hab kein Thema. Was ist das? Weil ich bin kein LKW-Fahrer, ich kann nicht mitreden. Ich bin auch kein LKW-Fahrer. Ja, müsstest eigentlich auch still sein. Ah, Tom, nee, nicht Tom, Flo und Tom, je nachdem. Karte. Wir haben hier einen, der, also bei uns in der Stadt, Dorf, wie auch immer, der sammelt richtig geile Oldtimer. Der hat sich jetzt 3 neue Hallen gebaut und da sind nur Oldtimer drin, Traktoren. Das ist richtig geil. Ich durfte die mal besichtigen, drauf sitzen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Hier diese Einzylinder und so weiter. Nicht schlecht. Ja, früher hatten die doch Einzylindermotoren. Ja, da kann ich nicht mit, da kann nur Kater mitreden. Moment, der Einzylinderverdampfer. Ja. Der Lance Bulldog. Ja, genau. Siehst du, da kennt Kater sich wieder aus. Hm. Da kenne ich mich nicht mit aus. Hm. Jo. Hallo. So, jetzt haben wir die ganzen Sachen hier stehen, aufsammeln, die hier Tim hat. Weil ihn komplett neu restauriert, das ist richtig geil. Ja, 18 da reingebaut. Genau, vor 8. Common Rail Motor. Ja. Der läuft richtig. So. Auf welches Feld ist das nächste? Hier ist aber keins mehr. Wir haben aber auf Feld 2 Weizen weiter das. Ja. Da muss ich noch mal einer abtanken, bitte. Ah, da ist Tom ja schon. Sehr schön. Frag mal deine Freundin. Die füllt mich nur ab. Ah, die zapft halt in Flaschen und Kanister. Die saugt einen Golfball durch den Gartenschlauch. Schaut ihr eigentlich deine Videos? Ja, manchmal. Kriegst du dann eigentlich immer Schläge? Was meinst du, warum ich so braun gebrannt aussehe? Das ist alles, Ja, das ist alles. Make-up, um die blauen Flecken zu verdecken. Richtig. Außerdem, es gibt übrigens einen Trick. Man kann ein Handtuch nehmen, also man nimmt so eine richtig schöne Kernseife. Oh. Da wickelt man dann ein Handtuch drum und dann kannst du draufkloppen. Dann gibt es keine blauen Flecken. Also, liebe du Kinder. Du kennst dich aus, ne? Ja, liebe Kinder, wenn ihr irgendwelche Geschwister habt, die immer verprügeln wollt, nehmt Kernseife und ein Handtuch. Aber schlagt nicht aufs Gesicht, das tut ziemlich weh. Nein. Scheißegal, Hauptsache keine blauen Flecken. Kannst du nicht nachweisen. Angeschwollen war die Fliege, ne, hier Stechmücke. Ja, das Problem ist, wenn du ins Gesicht schickst, dann kriegst du auch schon mal Nasenbluten oder an den Ohren. Also an sämtlichen Körperöffnungen, wo was rauslaufen kann, kann eben auch Blut rauslaufen. Ja, viel. Deswegen schickst du ja auch mehr so auf die Arme, auf die Beine und so rauf. Ne? Oh, du kennst dich aus, wie du Leute aus dem Gefecht setzt, ne? Ja, natürlich. Bam, bam. Ja. Ey, ohne Witz, ich kannte mal einen, ne? Ja, aber die habe ich meine Ausbildung zusammen gemacht. Ich darf jetzt hier auch keinen Namen nennen, ne? Das Ding ist halt, nennen wir ihn Franz. Nennen wir ihn Franz, genau. Franz. Ja. So Franz, ne? Der saß im Knast, so, ne? Ja. Und wir wussten halt alle nicht, warum er im Knast saß. Und irgendwann, am Ende der Ausbildung hat er uns dann erzählt, warum er im Knast saß, ne? Das Ding ist halt, der war halt früher auch so ein bisschen im Drogengeschäft, so ein bisschen Dealer und so, also Dealerei und so ein Kram, ne? Und so die Geschichten. Mit Paysafe-Karten. Nee, der war halt Drogendealer so, ne? Und irgendwann haben wir halt so eine verfeindete Gang oder wie auch immer man es nennen möchte, haben ihn aufgelauert und haben ihn halt mit der Gaspistole hier oben in die Schulter reingeschossen. Also oben rechts, ja, in die Schulter reingeschossen, so, ne? Haben ihn auf den Boden draufgeschossen und so.
Und dann hat er sich halt Rache geschworen. Und er hat auch die Polizei nicht eingeschaltet. Dann hat er Rache geschworen, hat den Typen, der es gemacht hat, ist er aufgelauert, hat ihn entführt, den Typen, weil er sich im Keller eingesperrt und 3 Wochen lang nur mit Hundefutter gefüttert. Ja. Sag mal, was du für Leute? Mit denen habe ich meine Ausbildung zusammen, mit denen war ich zusammen in der Berufsschule. Das konnte ich mir nicht aussuchen. Ja. Ist doch cool, so eine schöne Strafe. Ja. Ja, meine Herren. Immer, immer auf der Fresse hauen kann jeder, aber ja. 3 Wochen lang Hundefutter? Lecker. Ja, dann hat das MEK sein, oder das SEK, ich weiß nicht, SEK? MEK, ich weiß nicht, also MEK, SEK dann seine Wohnung gestürmt. Und ich weiß nicht, ob er 3 Jahre oder 5 Jahre dafür im Bau war. Stell mal vor, du bist gerade hart Let's Multiplay Videos und guck auf einmal ist der SEK bei dir vor der Tür. Ja. Es ist noch keine Strafe, die Videos von Let's Multiplay zu schauen, ja? Das habe ich damit nicht gesagt, sagen wollen. Ach so. Dieses wird sich mit diesem Video ändern. Ja. Nee, ich hab keinen Namen genannt, ne? Ich hab. Ja. Weißt du, hängt er gerade so mit einem Joint in der Fresse, sieht alles voll in Farbe, weißt du? Rosa Elefanten und so. Genau. Ja, ja, aber ich habe zu ihm auch gesagt, ich so, warum hast du denn kein Katzenfutter gegeben? Ist doch günstiger. Und er meinte so, Moment. Wo wohnst du nochmal? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss dann auch mal weg. Ey, ja, der Typ ist auch erstens am Ende der Ausbildung erst gesagt, ne? Ach so. Ja. Da meinte er so, aber keine Sorge, euch mag ich ja. So, toll, super. Was machst du denn mit Leuten, die du nicht magst? Ja. Ja, er kann froh sein, wenigstens hat er den was zu essen. Ja, immerhin. Aber boah, da fällt mir jetzt hier ein gemeiner Witz ein, aber den kann ich hier nicht spielen, das ist ja YouTube. Es gibt viele gemeine Witze.